Hey, ich bin Timo und das hier sind meine Fehlkäufe. Welche das sind und wie sie dazu wurden, das verrate ich dir hier. Aber nicht jeder Fehlkauf ist auch gleich ein gleicher Fehlkauf. Naja, darüber reden wir noch. Hast du auch Erfahrungen in dieser Weise gemacht? Einen Fehlkauf gemacht oder Fehlkäufe sogar? In die Kommentare damit, welche waren das, wieso, weshalb, warum. Ich will alles wissen. Und ja, jeden Tag kommen hier 100 bis 200 neue Zuschauer, die das sehen. Aber wo ist euer Abo? Hallo? Entschuldigung, ja? Bist du neu hier, du Frechdachs? Abonnieren, das würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir mal zu meinem ersten Fehlkauf. Und nein. Nicht jeder Duft ist schlecht. Nur, ihr werdet es ja jetzt sehen. Dieser Fehlkauf war ein Blindkauf. Sollte man nicht tun. Wie heißt das sehr berühmte Sprichwort, was ich mir gerade ausgedacht habe? Wer blind kauft, der sich oft die Haare rauft. Und hier passt das sehr gut. Ich meine ihn hier. Toyboy von Moschino. Und naja, viele YouTuber haben gut über ihn geredet. Ich dachte, okay, günstig ist er auch. Flacon sieht gut aus. Mädels, die hübsch sind und Single sind, mal kurz weghören bitte, aber ich mag es ein bisschen strange. Und ja, Flacon ist, der ist wirklich eigenartig. Viele finden den ganz schlimm. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Mich stört's nicht, ich mag sie halt ein bisschen anders. Ich habe hier aber was gelernt. Oh, ich werde jetzt schon rieche. Ich mag ihn nicht. Ja? Rose mag ich nicht. Kann da was für dich sein? Ja, für mich ist das ein Fehlkauf. Und ja, Rose und ein Duft für mich, das passt einfach nicht zusammen. Suchst du einen Blooming-Duft, der kann ordentlich würzig sein, Rose beinhalten, du möchtest auch nicht so viel Geld ausgeben, dann kann das für dich ein Superkauf sein. Für mich allerdings ein Fehlkauf. Vom einen Boy zum anderen Boy, das kennen die Mädels hin und wieder, natürlich nicht alle. Warum diese Überleitung? Naja, er hier. Das ist der Bad Boy. Huh, riecht der jetzt wie ein Bad Boy? Nee, ich sag, der hier riecht wie ein Kuschelboy. Ich weiß nicht, ob der Name so zutreffend ist. Einige stören sich auch schon wieder am Flacon. Ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm. Der ist so ein Schoko-Designer-Duft. Ne? Nicht wirklich schlimm, habe ich einmal getragen in 2022. Und das war ein Impulskauf. Ne? Dachte mir, ja, ich kenne ihn ja, der ist auch nicht so schlecht. Bei Parfumo, da ist er sehr schlecht gerankt. So schlimm finde ich ihn auch nicht, aber ich trage ihn einfach nicht. Ne? Er ist schon recht gewöhnlich, ist geschmeidig, leicht, ist auch kein mieser Duft, aber ich habe einfach zu viel und da kommt er leider nicht zum Einsatz. Also, Fehler hier, Impulskauf und so richtig unique ist er leider dann doch nicht. Auch dieser Duft ist nicht schlecht, nein, viele werden ihn mögen. Nische? Nicht so teuer. Mensch, hast du richtig geraten. Und zwar den Cedre Bois. Also, warum ist das jetzt ein Fehlkauf? Timo, du sagst, der riecht gut. Ja, tut er auch. Aber ich habe recht viele Düfte, die in diese gleiche Richtung gehen. Aventus, Hachivat, Yosovane, ja? All die hier gehen in diese gleiche Richtung. Schwarze Johannisbeer und der ist sehr, sehr trocken. Ne? Ist unisex, kann auch absolut eine Frau gut tragen. Ja, kann man nichts falsch machen mit. Aber ja, da habe ich mich von dem günstigen Preis hier blenden lassen. Habe ich ein- oder zweimal getragen. Ja, wie gesagt, ich habe einfach zu viel. Ja, kauf nicht immer so Düfte, die alle in die gleiche Richtung gehen, finde ich. Hab lieber ein bisschen mehr Auswahl und ich sag mal so, düdüm. Ein Release aus dem Jahr 2022. Gisada Ambassador Intense. Ja. Blind gekauft. Na, ich dachte, hey, den musst du eigentlich haben. Das Original magst du auch. Check den auch mal aus. Dachte ich mir und nein. Ne? Wenn ein Lakritzduft, dann doch lieber den Elixir, den finde ich dann deutlich besser als den hier. Oder das Original dann lieber dazu. Denn das ist so eine Mischung aus Dior Sauvage Elixir und dem Original hier. Und ich muss sagen, ja, der ist dunkel, süß, aber
das Original ist einfach besser, auch wenn der vielleicht so ein bisschen geschmeidiger ist, den kannst du vielleicht auch eher fürs Business nehmen, aber guck mich an, ja, ich bin vom Business weit entfernt. Ich mag es casual und ein bisschen unseriös und dirty. Von daher ist das hier doch eher ein Fehlkauf, da Blindkauf und nicht wirklich aufgetragen. Der nächste Duft ist ein Impulskauf gewesen und ein Blindkauf. Ja, da habe ich mich einfach zu sehr influenzen lassen vom lieben Jeremy. Er meinte nämlich, ja, das ist so ein Duft, der nicht unbedingt so ein Duft ist. Okay, das passt immer noch. Und er meinte so, ja, es ist so wie aus der Dusche und du bist frisch und das riecht wie einfach nasse Haut und nasse Haare. Und das, also er hat es irgendwie nice beschrieben, ne? Besser als ich das gerade gemacht habe und dachte mir, guckst du mal nach, im Internet so, oh, okay, Pornoseite zu und jetzt gucke ich wirklich mal nach, okay, da, ja, okay, guter Preis, okay, kauf mal. Und ja, habe ich gekauft und einmal benutzt. Ja, wie riecht der wirklich? Für mich riecht der einfach nur nach synthetischem Holz. Molecular One, ne? Ja, ich weiß, viele nehmen den zum Layern, ich nicht. Ich habe den einfach nur rumstehen. Ich kann damit gar nichts anfangen. Viele sagen auch, die können den gar nicht riechen. Also die nehmen den gar nicht wahr. Ich rieche den recht oft. Ja, beim Penny oder bei einem Dreh habe ich den auch schon mal gerochen. Und naja, also für mich ist das nichts. Von daher chillt der einfach nur so rum. Der folgende Duft ist eigentlich gar kein Verkauf. Nein, es tut mir auch schon weh, dass ich ihn hier mit drin habe. Den nächsten übrigens auch. So viel sei schon mal gespoilert. Warum ist es ein Fehlkauf, Timo? Der ist gut, sagst du? Ja, aber warum ist es denn ein Fehlkauf? Die Einsetzbarkeit. Ja. Drück mir hier aufs Herz, aufs Duftherz. Denn ich finde, den kann ich nur zu Weihnachten nehmen. Christian Dior Vanilla Diorama. Ne? Riecht wie Omas Plätzchen. Vanille. Dazu schön ein bisschen Alkohol dazu gemacht, ne? Die Omi meinte das auch ganz gut. Riecht auch lecker. Ja, ich habe da schon mal ein paar böse Wörter zugehört, aber das ist mir egal. Ich trage ihn trotzdem gerne, aber wirklich, ich finde, den kann ich nur zur Weihnachtszeit nehmen oder wenn es extrem kalt ist, dann macht er für mich Sinn. Ansonsten chillt er die ganze Zeit nur bei mir im Schrank rum und ja, es ist schon ein bisschen schade. Ne? Ganz so günstig ist er ja auch nicht. Vanilla Diorama, was mache ich nur mit dir? Aber ist eigentlich doch ganz nice. Auch dieser hier, der hat es nicht verdient, dass er als Fehlkauf hier mit reinkommt. Aber warum ist er jetzt hier mit drin? Weil er für euch per Definition ein Fehlkauf wäre. Ich trage ihn absolut gar nicht. Ich glaube einmal. Aber ich will ihn nicht hergeben. Ich mag diesen Duft. Kennt ihr das? Wahrscheinlich schon, ne? Ich meine nämlich Mugler's Pure Malt. Ein süßer Gourmand, Whisky, Malz. Oh, ich mag auch diese Süße. Das ist echt nice. Er wurde eingestellt, ne? Den gab es mal 100ml für einen Fuffi. Mittlerweile könnt ihr froh sein, sehr, sehr froh, wenn ihr den gebraucht irgendwo noch zweistellig findet, ne? Ist schön, trage ich so gesehen gar nicht, ja? Aber ich möchte ihn nicht hergeben. Deswegen ist er kein richtiger Fehlkauf, aber naja, irgendwie ja schon. Ne? Ich glaube, ich sollte dich einfach mal wieder benutzen. Hm? Was denkst du? Was hältst du davon? Was sagt ihr? Ich denke mal schon, der kommt einfach mal wieder zum Einsatz. Der ist echt gut. Schade, dass du eingestellt worden bist. Oh ja. Pure Malt von Mugler. Da sind wir auch schon am Ende des Videos und jetzt bist du dran. Welche Fehlkäufe hast du gemacht? Hm? Wieso? Weshalb? Warum? All das und vieles mehr will ich wissen in die Kommentare damit. Und wenn du jetzt schon abonniert hast, Daumen nach oben, kommentiert, deine Hausaufgaben gemacht hast und die Fische gefüttert hast, dann darfst du sogar jetzt noch ein bisschen wach bleiben und diese beiden Videos auch noch gucken. Hast du das gemacht? Dann darfst du draußen ein bisschen spielen, aber nur kurz und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Dein Duftexperte der Fehlkäufe, Timo. Ja. Ja, ja, ich musste schon echt viel lernen, was das angeht. Man lernt nie aus. Nie, 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 nie.